Schrotflintenmuni? Ich hab doch gar keine Pumpgun. Mit der Pumpgun auf zur Bank, Mann. Sorry. So ein altes Bulli habe ich denk. Alter Schwede, ey. Ah. Der wie geht die Pumpgun. Gib mal her, mein Freund. Du brauchst sie nicht mehr. Schützengraben-Schrotflinte. Sie suchen nach mir. Ja, natürlich. Wie immer, Lara. Ich denke, die Shotgun wird man brauchen, um die großen Viecher wegzumachen auch. Komm, halt mal irgendwo einer still. Einer, gib mir einen Keks. Hello there. Ich hasse Gräber. Noch. Und ihre Sturmwache. Es tut mir so leid. Ist das, oh, das, was ich gerade gesehen habe? Ja, jetzt mach das Grab nicht auf. Die erste Sonnenkönigin. Lass das Grab zu. Lara, jetzt mach keinen Blödsinn. Ah, sie macht Blödsinn, natürlich. Du bist wirklich hier. Gut, dass du das aufmachen musstest. Nein, ach Quatsch. Weißt du, was jetzt lustig wäre, wenn sich jetzt die beiden Grabwächter bewegen würden? Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ach, ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl der Nachfolgerin. Da ist sie. Oh nein. Okay, jetzt reicht's. Aua. Jetzt lass mich mal ganz kurz ein bisschen dodgen. Ja. Wow. Wow. Arschbacken. Den Pissnacken, ey. Hab euch da ein paar Tote da gelassen zum Spielen. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nix getan. Okay. Gut, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Das habe ich tatsächlich schon gesehen. Da sind wir reingekommen. Das ist eine berechtigte Frage. Ich möchte diesem Viech nicht begegnen. Vielen Dank dafür.
Ich dachte, man kann da vielleicht noch irgendwas sehen, aber... Keine Chance. Kategorien. Wir können die Schrotflinte jetzt auch nochmal upgraden. Was haben wir denn erhöht? Taktrate zwischen den Schüssen erhöht die Schussfrequenz. Oh Gott, okay. Fügt alternativen Feuermodus hinzu, welcher eine größere Reichweite erzielt wird. Mhm, okay. Schnitzer mit Tanner erhöht den Schaden. Gepolsterter Feuermodus, wenn man. Achso. Waffen mit dem Schießen stabilisiert und einen Rückstoß verringert. Okay. Mhm, Gut, okay. Ich habe nichts gemacht. Ich war das nicht. Natürlich. Aber natürlich. Jop. Hallo, Captain Obvious. Mach doch noch ein bisschen langsamer, Lara. Da habe ich Leertaste gedrückt statt E erstmal. Yo! Okay, anders. Du lebst noch? Holy shit. Der hat mit der Shotgun ins Gesicht geschossen, mein Freund. Ja, komm. Uff. Kurz mal nachladen. Die Schrotkugeln kann ich nicht aus den Leuten wieder rausholen, ne? Schade. Der Weg hier raus bisschen. War direkt unter ihnen. Das habe ich auch mitbekommen, Lara. Nur das Problem ist, ich habe leider die Befürchtung, dass wir hier nicht lange alleine bleiben. Du Arsch mit Ohren, Alter. Bist du tot? Wow. Bist ja eine Nulpe. Ja, wir kriegen so viel Nachschub immer wieder an. Okay, I think I get it. Jetzt nochmal ganz kurz gucken, ob hier hinten noch was ist. Ah, ja. Genau, mach noch mehr Geräusche. Das ist eine gute Idee, alter Lara, ey. Da draußen sind irgendwelche Hardcore-krassen Master-Viecher unterwegs. Und was machst du? Du denkst so, ja, erstmal alles kaputt machen und groß die Glocke läuten. Let's go. Ja, ist gut, jetzt beweg dich. Schnell auf die andere Seite. Das Ding hier auch noch aufmachen. Und dann müssen wir mit dem Bogen uns das Ding ranziehen. Und dann können wir das da einfach so richtig schön hart einmal wegladen. Oh, okay, hab's verstanden. Nicht die Glocke treffen, ich muss die Stelzen treffen. Okay. Hab's verstanden. Oh, falsche Seite.
Jetzt machen wir die Seite zu. Die andere Seite gleich auf. Wieso zur Hölle ist hier alles so schief gerade? Reicht jetzt, ja? So, jetzt muss ich aber die Glocke hitten, oder? Denke ich. Ah ja. Natürlich. Warum sollte man denn mal normal irgendwie nach unten kommen? Na klar. Oh, wir sind mal weich gelandet. Ja, mal ganz was Neues. Wie schön. Lange nichts mehr gehört. Hier ist Lara. My girl. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Ich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine scheiß Angst. Sie dürfen nicht sehen. Sam! Ein Feuerritual. Hm. Wie auf dem Bild in Himikos Grab. Roth! Hi. Bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme. Und wir gehen zusammen. Basis der Solaren. Ach. Ja, hallo. Ah, jetzt sind wir unten. Sehr gut. Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie dead. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie dead. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Jawohl.
Ein Dodge-Kill. Here we go. Okay, wir haben noch 300 noch was. Das reicht für nicht viel, aber... mehr Schaden für die Schrotze. Kann ich vielleicht noch gebrauchen, mal gucken. 5 von 10 von Laras Tagebücher. Hallo. Lara, du solltest jetzt nicht durchs Feuer laufen. Eine Statue zum Anzünden. Zack. 8 von 10. Mach mal Uster das Feuer. So, wo haben wir denn hier noch was? Da unten geht es noch lang und da ist noch ein Geocache. Loot. Das Wichtigste, Loot. Ah, Teile fürs Gewehr gefunden. Sehr gut. Warte mal. Okay. Müssen das auch brennen? Kann man da nicht... dass man da nicht direkt hochhüpfen kann. Ich meine, sie ist doch mit ihrem Fuß da schon dran. Ah, doch, das sollte gehen, oder? Ist da oben runter... das hat mich getroffen. Okay. Schwingen wir bitte aus. Das kommt da immer gegen. Ah. Okay, warte mal, dann machen wir das anders. Oh, zu hoch. Ah, jetzt reicht's. Echt jetzt? Könntest du jetzt bitte mal gerade schwingen? Danke. Geht doch. Meine Güte. Das ist halt eigentlich auch ein Witz, ne? In so einer großen Truhe sind nur 65 Dings drin. Hm. Stopp. Hab ich gesehen. Eigentlich witzlos, dass es nur 8 für 8 und 5 XP gibt. Kräh, kräh. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da unten hin. Okay, rechts von mir ist noch ein Geo. Dingens, ist das über mir eventuell? Okay, ich komme noch nicht ran, okay. Aber auch hier unten. Direkt in der Nähe des Wasserfalls. Also des Unterwasserfalls. Oder? Nee, warte mal, Quatsch, hier ist Wasser. Nee, stopp, stopp, stopp. Das ist da oben irgendwo. Da komme ich aber nicht hoch. Ach, aber guck mal, was wir da haben. Gut, dass du dich da versteckst, mein Friendo.
Was ist euer scheiß Problem? Na, mal kaputt. Hoppala. Das wollte ich nicht. Schritt nach vorne. So. Da fehlt mir nur noch eine Statue. Komm ich da wieder hoch? Ja, komm ich, okay. Gut, brauche ich aber eigentlich nicht. Kann hier auch eigentlich gleich runter. Okay, kann ich nicht. Springen wir halt runter. Aua. Ich drücke mal M zum... Ach. Und da ist noch ein Dokument drin. Okay. Oh, hoppala, falsche Waffe. Richtige Waffe. Warum liegst du da direkt am... Hallo! Danke. Warum fängt sie an zu sneaken? Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von dir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. They want to burn you. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Lara, komm runter. Ja, da geht's gleich weiter. Ich hab's verstanden. Ist okay, jetzt nicht drüber hüpfen. Danke. Ich bin hier noch nicht fertig. Über mir wahrscheinlich, ne? Ach, hier bin ich jetzt. Okay. Ah ja, okay. Das kann ich mal nochmal gucken. Und Gegner. Jetzt, wo hier... Ah, jetzt liegt da auch ein Buch. Na, guck mal einer an. Baby, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sag ich's einfach runter raus. Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon. Oh nein! Da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross. Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind großzuziehen, gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich es vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste.
Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach. Okay? Okay. Da ist jetzt noch eine riesige Kiste. Also warte mal, jetzt können wir doch auch... Jetzt kann ich auch mal da gucken und da gucken noch. Warte mal, hinter mir, ne? Das ist da, wo die Flugzeuge, das Flugzeug abgestürzt ist, ne? Das ist das obere Wrack, also hinter mir tatsächlich. Wait a second. Nee. Da oben. Hallo. Ja, was geht hier so? In dem Gebäude rechts ist was drin. Heather Matthias was set free. Fear the demons. Okay. Wenn ihr meint. Amerikanische Soldaten würden so etwas nie zurücklassen. Ich glaube, keiner von ihnen ist lebend von hier weggekommen. Wahrscheinlich nicht, nee. Damit haben wir ein Set durch. Sehr schön.